Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Detail im Tutorial D5.029 erklärt. Wenn einem zu solch einer Gleichung nichts Trigonometrisches einfällt, dann versucht man es mit dem sogenannten Klein-t-Verfahren. Das funktioniert wie folgt: Wenn man Tangens von x halbe gleich Klein-t stellt, dann weiß man, dass man den Sinus von x ersetzen darf durch 2t auf 1 plus t Quadrat und den Cosinus von x ersetzen darf durch 1 minus t Quadrat auf 1 plus t Quadrat. Man muss sich nur vergewissern, dass es Tangens von x halbe auch gibt. Das heißt, dass x nicht Pi plus 2kpi ist, denn so könnte man durch das Klein-t-Verfahren diese Lösungen nicht finden. Dann überprüfen wir kurz, wenn x Pi plus 2kpi ist, dann erhalten wir hier Sinus von Pi plus 2kpi, das heißt 0 hoch 3, plus Cosinus von Pi plus 2kpi, das heißt minus 1 hoch 3. Also erhalten wir hier 0 plus minus 1, das macht minus 1 und nicht 1. Also sind diese Winkel sowieso nicht Lösungen dieser Gleichung. Somit können wir also das Klein-t-Verfahren einsetzen. Das bedeutet, wir ersetzen in der Gleichung Sinus x durch diesen Bruch und Cosinus x durch diesen Bruch. Dann machen wir das. Ist gemacht. Jetzt machen wir alle Brüche gleichnamig. Das heißt, wir setzen alles auf 1 plus t Quadrat hoch 3 und erhalten somit diese Gleichung. Diesen Würfel setzen wir noch links rüber. So stoßen wir auf diese Gleichung. Wir rechnen das Ganze aus und finden so diese t-Gleichung sechsten Grades. Wir haben aber Glück, denn wir können 2t² ausklammern. So, hier haben wir ein Trinom vierten Grades. Aber da haben wir wieder Glück, denn wir sehen sofort, dass 1 eine Nullstelle von diesem Trinom ist. Also können wir t minus 1 ausklammern, zum Beispiel durch das Hornergitter. Und dann können wir nochmal t minus 1 ausklammern, zum Beispiel wieder durch das Hornergitter. Und somit stoßen wir auf dieses Nullprodukt. Das Produkt von drei Faktoren ist gleich 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist oder wenn der dritte Faktor 0 ist. Dieser dritte Faktor ist aber nie 0, denn die Diskriminante von diesem Trinom zweiten Grades ist streng negativ. Also haben wir nur noch die zwei Fälle, 2t² ist 0 oder t minus 1 im Quadrat ist 0. Schauen wir zuerst diesen Fall. 2t² ist 0. Das bedeutet, dass t 0 ist. Also ist Tangens von x halbe gleich 0. Und diese Gleichung kann sofort auf diese Grundgleichung zurückgeführt werden. Denn Tangens von 0, das macht 0. Wir haben also hier die Grundgleichung Tangens gleich Tangens, deren Auflösungsformeln so sind. Wir deuten, Tangens vom ersten Winkel ist Tangens vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn dieser erste Winkel gleich ist zu diesem zweiten Winkel plus kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Um diese Gleichung Tangens von x halbe gleich 0 zu lösen, brauchen wir diese Formeln aber nicht. Es reicht, im trigonometrischen Kreis zu schauen, um sofort zu sehen, dass der Tangens von einem Winkel immer nur dann 0 ist, wenn dieser Winkel da, 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 da und so weiter ist. Das heißt, wenn dieser Winkel x halbe kpi ist. Diese Gleichung multiplizieren wir noch mit 2 und finden so als vorläufige Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung 2kpi.
Jetzt der zweite Fall, t minus 1 im Quadrat ist gleich 0, dann und genau dann, wenn t gleich 1 ist. T gleich 1, das bedeutet Tangens von x halbe gleich 1. Und diese trigonometrische Gleichung können wir sofort auf die Gleichung Tangens gleich Tangens zurückführen, denn 1 ist der Tangens von Pi Viertel. Somit haben wir diese Grundgleichung, deren Auflösungsformeln schon dastehen. Diese übertragen wir auf diese Gleichung. Somit erhalten wir x halbe ist gleich zu Pi Viertel plus Kpi. Diese Gleichung multiplizieren wir noch mit 2 und finden so weitere Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung. Jetzt zeichnen wir diese Lösungen im trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie noch kürzer fassen kann. Nein, kann man nicht. Also stecken wir diese Lösungen in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Somit ist unsere Gleichung gelöst und die Übung ist beendet.